So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir sollen im Durburger einen Tanz vollziehen. Also, wir fliegen einfach hier unten zum Durburger. Ihr macht das am besten in Gruppenkeile, denn da geht es eigentlich am einfachsten. Oder ihr macht halt solo. Ihr müsst halt gucken, ist halt nicht ganz so einfach, da auch Ruhe zu finden, weil da sind halt auch viele Tagesaufgaben, wo auch die Leute gerne da landen. Also alte Holzfabrik ist eigentlich immer viel los. So, wo müsst ihr landen? Ganz simpel. Hier ist der Dürrbürger, da fliege ich natürlich auch direkt hin. Nur die Küche ist drin. Jetzt weiß ich nicht, ob das ganze Gelände zählt oder halt wirklich nur genau die Küche. Aber wir machen es jetzt mal genau so, wie es in der Aufgabe steht. Wir gehen rein. Hier ist die Küche und einfach nur ein Emote machen. So bekommt ihr 24.000 XP. Und mal gucken, wie viel jetzt hier los ist. Ihr seht schon, natürlich. Ich sage ja, die Gegner kommen natürlich auch direkt angeflogen. Also beeilt euch da, denn ihr seid nicht lange alleine. Den Tipp kann ich euch schon mal vorne weggehen. Ihr seht ja, was hier los ist. Obwohl die Aufgabe eigentlich am Anfang ist. Guck mal hier. Ach, die Schwitzer, ey. Ist klar, die wollen hier wohl einen Killrunden machen, aber ich hatte eben einmal Gruppenkeile gespielt. Am Ende waren wir nur noch 1 gegen 1. War auch recht interessant. Also, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Aufgabe ganz entspannt. Einfach Durburger landen in der Küche, da wo auch der NPC steht. Da einfach irgendein Emote machen. Ihr müsst noch nicht mal unbedingt tanzen. Und dann habt ihr die Aufgabe geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein.